Earl Phelps, a shooting at the 111 Club, 6232 Hollywood Boulevard. Sounds like a homicide beef. Two of the dead guys caught in the crossfire were carrying Army surplus morphine. Get over there before homicide tramples all over the place. We already cleared that up. Judge in Pasadena took the big sleep yesterday. He had a personal stash of 20 cigarettes. Appears we didn't get all of it. Oh, das ist krass, ne? Ja, Leute, willkommen zurück zu L.A. Noire, zum Fall offenkundiger Bestimmungen. Ihr habt's gehört. A dead judge. It's not good. Everyone has their vices. Even you, Phelps. Aha. Vices sind auch die Untugenden und nicht nur die Sitte. Also sind wir beim Untugenden-Dezernat und nicht... ja. Ja, ich glaube, das kann man auf vielerlei Weise übersetzen. Na gut, dann gucken wir uns die Sache mal an. Ein toter Richter ist halt nie gut, würde ich sagen. Aber ganz ehrlich, ihr habt gesehen, wie viel Morphium das war. Das waren bergeweise Morphium. Das kann man nicht einfach so aus dem Verkehr schaffen, oder? Parker and Green are going toe-to-toe for the top job. There's a change in the wind. About time. This wind will be like a tornado, Phelps. Parker's got a puritanical streak. You never know we'll get swept up in a thing like that. Central Unit, suspect to be taken into custody at Southern California Auto Club. Stand by for further unit to handle identify code 2. You know the way. You can drive. Ich will auch so... Achso, der hat einen Schirm. Ich dachte, der hat einen Gehstock. Und einen Hut mit einer Feder dran. Möchte ich auch gerne haben. Die Dinger lasse ich immer von Ray-Roy fahren. Der macht das besser. 11K responding. Go ahead with the further. Nee, also diese Zwischenfälle, die mache ich, also die kleinen Zwischenfälle, dass ich immer von Ray anfahren. Ray-Roy. What's going on here? This joker was trying to tail one of our patrons inside. I'm a reporter, you idiot. I'm doing a feature for the Examiner, and that patron I was following is a red under investigation by the feds. Where is he now? The parking lot. His is the blue Talbot. Say, how about an exclusive when you bring him back? Shove off. You won't be filing your story today. I'll check this out. Ah, ich sag doch, Cole ist ein guter, der macht das nicht des Fames wegen. Sneaky bastard. Oh, I'm gonna enjoy this. Ja, ich glaube, Cole wäre kein guter YouTuber. Oder ein sehr guter YouTuber. Denk mal drüber nach. Aha, Ray-Roy, du wartest. Lass zu Fuß. Voila. Hahaha, lustig, er schnarcht und sie pfeift. LAPD, Sir. Can I have a word? Oh, jetzt wieder gleich. Warum wollen die immer gleich alle abhauen? Oh, Sportpizza, geil. Aha. He's not getting away that easily. Hey, hey, du Schwein. Wir haben mich einfach mal weggeschubst. Oh, voll erwischt. Weg da. Ich hab leider keine Sirene. Was ist das für ein Amokfahrer? Weg da, da. Oh Gott, das war knapp. Snow goes, we need to get closer. Wollen Sie, Ray-Roy? I'll try for the tires. Keep your foot down. Der qualmt schon. Oh, sorry für den Imbisswagen. Oh Mann, diese Karte ist viel zu schnell. I can't hit a target that isn't there, Phelps. Ja. Soll ich zaubern oder was? Dass er schneller fährt. Oh Gott! Soll ich mal bitte sagen, ganz lieb bitte sagen, dass er stehen bleibt. Ray-Roy, mein Frau, sehr gut. Okay, wenn er nicht sogar schon tot ist. Hat er sich überhaupt angeschnallt? Put your hands where I can see them. This is harassment. Understand? My politics are nobody's goddamn business but my own. Ja, tschüss, ne? Guck mal, Ray-Roy. Er grinst wieder. Ist ja witzig. Habe ich jetzt das Sportauto? Nein. Das ist jetzt weg. Schade. Komm, Ray-Roy, dann fahren wir mit deiner komischen Karre. Wo sind wir jetzt eigentlich gerade? Wahrscheinlich im... Oh, gar nicht mal so weit weg. Ich wollte schon sagen, wir sind bestimmt am Arsch der Heide, aber es geht. Komm, steig ein. Wie ist auch halt ein Club, ja. Ein bisschen traurig, wenn man darüber nachdenkt. Also was gab es ja in letzter Zeit auch bei uns. Oder beziehungsweise in den Medien generell. Warte mal auf. Nicht hupen, ich habe doch so ein empfindliches Gehör. Das ist Sound of the Police. Ach, geh doch mal weg. Aber ich frage mich, warum Ray-Roy sich immer so aufregt, wenn er einen neuen Teil bekommt. Ich meine, gut, es ist halt ein Mord, mehrfacher Mord, aber... Phelps, back again. We're here about the morphine. Over by the bandstand. You can see what's left of the owner, Eddie McGoldrick, 26, former Marine. I know Eddie McGoldrick. He was a non-com in my old unit. I'm sorry to hear that, Cole. The waitress said he recently came into some money and bought the club. Who are the other Vics? Two musicians, Biddleston and Bo. And get this, they used to be in a four-piece, but the trombone player and the drummer OD'd. Don't tell me. Lamont and Tyree, we've met the rest of the band. Now they're a no-piece. Do you mind if we take a look around? Be my guest. You might want a word with the hostess, too. I'll keep her company until you're ready. Ja, das kann ich mir vorstellen, Bikowski. Das ist ein Idiot, oder? Ray-Roy ist so ein Vogel. Must have pumped a dozen rounds into him. Certainly sends a message. Boah, heftig. Gibt's da noch was? Nee. Was ist denn das hier? Eine Packung Zigaretten? Ich glaube nicht, dass die... Ja, das hat natürlich nichts zu bedeuten. Das ist eine Zigarette da einzeln nebendran. Wird auch nichts bedeuten. Da kann ich wieder Flaschen sammeln. Nee. Das ist ja der Club hier. Von daher wird das auch keinen Sinn machen, wenn ich ein Streichholzbriefchen von hier untersuche. Ja, da bin ich mal gespannt, wenn wir jetzt einen alten Armeekollegen treffen hier. Warum sind die Flaschen eigentlich immer so versifft hier? Find anything interesting? Ist das dieser Derelict-Look von den neuen Flaschen, die man so kennt? Nein. Das sieht halt immer so aus, als würde man sie auf der Straße finden. Oh. Biddleston. Wie die halt immer einfach so hinrichten. Guck mal, alles. Da reizt sich erstmal 1-2 Mal reinschießt. Die müssen wahrscheinlich dann so ein ganzes Magazin reinpumpen. Ah, Morphin. Hmm. Do we have a new source, or is this coming from what's left in circulation? Ich glaube nicht, dass es eine neue Quelle ist. Ich hoffe es nicht. Weil die alte Quelle, die war riesig. Wenn das immer knackt. Eine Einstichstelle, ha? Hauen die sich das immer rein in den Oberschenkel? Das haust du ja nicht in die Vene. Das ist ja so eine kleine Spritze, die man im Feld schnell den Soldaten geben können muss, dass sie halt keine Schmerzen haben. Und wir haben es ja gehört, im Krieg, der eine, der hat das ja gemacht, weil er wollte einfach nur, dass der nicht leidet. Er wollte ihn nicht retten. Auch übrigens so eine Szene bei Soldat James Ryan, falls ihr den Film kennt. Ich finde es halt einfach menschlich, dass man ihn dann nicht leiden lässt, obwohl die anderen das Morphin brauchen könnten, wenn sie verletzt sind. Ist das jetzt wichtig? Das hat eben noch gebrummt. Ja, ne? Nö. Sag ich doch. Eine Zigarette. Well-maintained, custom case. Someone cared for this instrument. Naja, ich meine, die kosten auch einiges. Ich habe ja auch mal ein Instrument gespielt. Was? Okay. Oho. Habe ich das jetzt aus Versehen richtig gemacht? Ja, aber man braucht doch nicht mehrere Mundstücke. Ich hatte nur ein Mundstück. Wie gesagt, ich habe jahrelang Trompete gespielt und Tenorhorn und den ganzen Kram. Also ich kenne mich aus. Ich bin mit Blechblasinstrumenten kenne ich mich ein bisschen aus. The Blue Room Jazz Club. Aha. Mhm, guck mal. Hier schön der Löffel. Die haben sich das doch in die Venen gegeben, ja? So wie so Fixer eben. Ja, es hat alles was mit der Lippenspannung zu tun übrigens. Trompete. Bei Holzblasinstrumenten ist es wieder was anderes. War nie so meins. So Saxophon, Klarinette. Nee. Aber ich finde, die hört sich ganz cool an. Oha. Zigaretten? Army surplus again. McGoldrick must have been moving contraband through the club. Armeezigaretten. Vella Tobacco Corporation vom Kunden nach Lieferung ausgefüllt. Ausfüllen. Zigarettengewicht 20 × 13 Kilogramm Boxen. Ach du Scheiße. David Lungo. David die Lunge. Na, was ist denn da so interessant? Ray-Roy. Achtung, da ist jetzt Morphin drin. Würde ich ja lachen. 1000 packs to a carton. 100 cartons or more. Looks like a couple of months supply. Ja. Sind doch wirklich Zigaretten drin? Mach's doch mal auf, Cole. Oh, ist ein Waffenständer. Ach du Elend, die haben ja echt noch so Knarren rumliegen. M19. Brand new. Never fired. Haven't been degreased yet. We could check on the serial numbers. Is this guy hunting for bear? Look at these things. They're BARs. You get the odd guy who sneaks one of them home from the war. How did he get three of them? Well, army surplus morphine, army surplus weapons, army surplus valors. Sound familiar? We should get back to the station and check the details of what exactly was lifted from that ship. Boah, die haben das ganze Schiff. Die haben das ganze Schiff ausgenommen, das Armeeschiff. Wer macht denn sowas? Armeereserven einfach mal zu pflücken, das ist doch nicht. Ich meine, gut, wenn das klaust, dann halt vom Staat wahrscheinlich. Aber dann doch in dem Maße, das ist schon sehr krass. Haben wir die alle hier mit drin? Kann ich den nicht untersuchen? Oh, okay, siehst du mal. Bad luck, Eddie. Okinawa couldn't kill you, but knowing the wrong people in this city. Ach, ganz ehrlich, wer weiß, ob er da nicht mit drin gesteckt hat. Ja, es ist halt nicht umsonst so, dass die ganzen Kriegsveteranen irgendwie so ein sozialer Fall sind in den USA, dass die halt echt geschädigt sind vom Krieg, Traumata davongetragen haben und die kriegen keinen richtigen Job mehr. Aber werden dann immer schön geehrt. Bei Feiern werden die immer wieder rausgezogen, irgendwie aus dem Untergrund und werden dann so vor die Kamera gezerrt. Und ich denke mal, Cole hat das Beste draus gemacht, obwohl er ja eigentlich komplett traumatisiert sein müsste, nach dem, was da passiert ist in Okinawa. Ja? Willst du nicht mal reingreifen? Guck mal, da lagen noch ganz viele Sachen drin, Cole. Cole, guck mal, oben der Umschlag, was ist da? Ah. Manchmal ist er so ein bisschen inkonsequent. Oh, sorry, Eddie. Ist wohl nicht wichtig, die Karte. Awful, just awful. Ach, wie unbequem solche Morde immer sind. Ich finde das ja immer ungeheuerlich nervig. Ich rede mal mit aus Test. Detective Phelps, Administrative Vice Squad. Welcome to the 111 Club, Detective. Feels like I've had half the LAPD in here today already. Ja, erstmal die Schießerei. Hm. Any idea who did the shooting? No idea. It was my day off. If I had been here, honey, I'd be full of holes just like the others. Ja. Ja, ja. Die ist ein bisschen zu kalt, oder? Ja. Ich weiß es nicht. Ich nutze Intuition, Leute. Ich bin in letzter Zeit irgendwie ein bisschen unsicher bei sowas. 99,8. Hm. Na gut, dann anzweifeln. You want to level with me, miss, before we start taking an interest in you. This place has been on the slide for years. Eddie turns up, buys the club, then we start getting visits from tough guys. Next thing you know, we have the St. Valentine's Day massacre. Are you getting the picture? Ja, das Wissen über Eddie McGoldrick. Tell us about Eddie. Eddie didn't know a thing about running a nightclub. He came into some money and waltzed in and bought the place. The previous owner thought all his Christmases had come at once. Okay, sie scheint die Wahrheit zu sagen, ha? Oder? Ich weiß es nicht. Ah, where do you think he got the money? My guess was that he was selling the sort of quality product that you don't need to advertise. Thank you for your help, ma'am. Eddie was in over his head, but he was a decent boss. Okay. Haben wir alles? Ich wollte doch mit Mel reden. Mel? Hast du was für mich? You'll have my report when it's ready. Right now you want to be examining evidence. Ich mag Mel. So, und jetzt, was machen wir jetzt? Müssen wir mal anrufen. Kann ich anrufen. Was machen wir denn jetzt? Ray-Roy. Sonny. Oh. Blue Room oder Revier? Kommen wir von erstmal aufs Revier. How well did you know the owner? McGoldrick? Well enough. He was in my unit. That's some cruel irony. You survive the war, then get blown to pieces back home. It happens more than you'd think. Young guys trying to adjust to normal life, getting mixed up in the wrong crowds. The kid had just bought a nightclub. I'd say he got mixed up in the right crowds. Until someone filled him full of holes. You don't come into that kind of money that quickly without pissing a few people off. Yeah. Da ist immer einer, der es einem neidet, aber das muss, da muss man nicht gleich umgebracht werden. Was ist mit den Leuten los? Oh. Ja. Hey. Oha. Ja, der Richter, ne? Die Presse ist gleich wieder am Start. Der steht auf meinem Parkplatz. That fucking rat Stoker has gone public about Brenda. Who is Brenda? Brenda is LA's most famous madam. And everyone knows it. Of course everyone knows. Brenda pays her way. Are we cops or a collection agency? Whores have been around since the Bible. Our job is to keep it off the street so Joe Citizen and his wife can stroll around unmolested. Then we should change the law. Are you out of your mind? Every politician in America is against prostitution, except when they're using them. So where does Stoker come in? He objects to the LAPD and the administration taking its cut. Is everyone in on this? Yeah, and that's the problem. From a little acorn does a large tree grow. He could bring the whole thing crashing down on us. Aren't you supposed to be working the... Sir, do you know which robbery detectives are working the Army surplus theft from the Coolridge? Caldwell and McManus. I saw Caldwell in the squad room not long ago, if you want to speak to him. Thank you, sir. We'll do that. This way. Wow, ich habe eben McAnus gelesen. McAnus, wo ist McAnus? Burglary, ja. Harry, you got a minute? Sure, Cole, anytime. You've been working the docks robbery on the SS Coolridge? Yeah, that's right. So how do you see it? Inside job. Either the guys working the wharves or some of the guys on the ship. What else was taken apart from the morphine? Case of BARs, case of Thompson's, Crate of Valor Smokes. Homicide just recovered 3 BARs and a mountain of cigarettes at a shooting at the 111 Club. No kidding. I better get over there. Do you have a copy of the manifest? Yeah. Here it is. Yeah, interesting. So, how do we connect the docks robbery to the mess at the 111 Club? Wow, then a gallon hydration water. That bum took a swipe enough to arm 3 companies. Ja. Medizinbeutel, da haben wir die Rand. Oh, Entschuldigung. Ach, da ist doch die Bar. Die Browning Automatic Rifle. Here's our backroom arsenal from the 111 Club. Ja. Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. Hä? Alice Pack? Alice Pakete? Vella Zigaretten. This is the crate we recovered. 500,000 cigarettes loose on the streets of L.A. Some of these guys are from my old unit. They must have finally shipped home. Kelso, Sheldon, McGoldrick. McGoldrick was on the boat? Sure, we checked him out. McGoldrick bought the 111 Club, Harry. His brains are all over the bar. Looks like whoever stole the dope is getting muscled. By whom? Dragner or Cohen. They control the hop. Thanks, Harry. Stay in touch on this. Alter Schwede, am Ende ist sogar Kelso mit drin verwickelt, unser alter Kollege. Ey, das wäre ja mal, sehr heftig. Aber den haben wir noch nicht gesehen. Das war immer nur die Rückblende, die wir da mitgenommen haben. Aber irgendwie krass, dass alles irgendwie noch zusammenläuft jetzt hier gerade. Ich bin ein bisschen geflasht. Leute, ich mach mal Pause. Der Part ist ein bisschen kürzer, nicht schlimm, aber ich glaube, wenn wir jetzt irgendwie noch rumlaufen, ewig uns rumfahren, dann wird es noch länger. Und dann muss ich noch einen anderen Cut setzen, der nicht so schön ist. Auf jeden Fall danke fürs Zusehen, danke fürs Bewerten und Einschalten. Nicht vergessen zu L.A. Noire beim nächsten Mal. Macht's gut.